Achtes Gebot: Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Stets soll lautere Wahrheit deinen Munde entströmen, und niemals sollst du durch eine Lüge deinem Nächsten schaden, in seinem Ansehen, in seiner Stellung unter den Mitmenschen. Jede Verleumdung ist eine Sünde wider dieses Gebot. Durch jede unwahre Äußerung über ihn schadet der Mensch dem Nächsten und handelt lieblos und ungerecht, wofür er sich verantworten muss. So von dir ein Zeugnis verlangt wird über deinen Nächsten, sei wahr und voller Liebe zu ihm. Suche seine Fehler zu verstehen und ihn liebevoll darauf hinzuweisen, aber missbrauche nicht seine Schwäche zum Vorteil für dich, indem du ihn herabzusetzen suchst, um selbst dabei zu gewinnen. Durch ein unbedachtes Wort kannst du dem Nächsten schaden, und in ihm wird der Vergeltungsgedanke wach, und dieser erstickt jegliche Liebe und macht den Menschen sündig. Du sollst wohl wahr bleiben, also nicht wider dein Wissen und Gewissen einen Menschen loben, der es nicht verdient, doch ferne sei dir jede Akte Lieblosigkeit, ferne seid dir jede Akte Zurücksetzung des Nächsten zum eigenen Vorteil. Jedes Urteil über deinen Nächsten, das nicht der Wahrheit entspricht, ist eine große Verletzung dieses Gebotes, denn es entbehrt jede Liebe und gereicht euch Menschen nicht zur Ehre. Jede Lüge ist zu verurteilen, doch so sie offensichtlich zum Schaden des Nächsten ist, ist es eine doppelte Sünde, eine Sünde wider den Nächsten und eine Sünde wider mich selbst, der ich die ewige Wahrheit bin. Es ist eine Verletzung des Liebegebotes gegen mich und gegen euren Nächsten. Amen.